alle Chemnitz. Krieg auf, Erzgebirge. Bei meinen Wegen mit Karl Stübner, dem Rebell, habe ich viele Menschen kennengelernt. Viele sind mit mir heute nach Chemnitz gekommen. Wir begrüßen die Bürgerbewegungen von Einsiedel, Stallberg, Oederan, Niederdorf, Hohenstein und andere. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Ihr seht sie hier unter uns selbst. Die Menschen begreifen von Tag zu Tag mehr. Unser Recht auf Mitbestimmung lässt sich nur gemeinsam erstreiten. Bei meinen Wegen durch die Region habe ich auch Einwohnerversammlungen besucht und deren Ergebnisse zur Kenntnis genommen. Viele nichtssagende Antworten, Ausflüchte und Floskeln, ja selbst Unwahrheiten wurden den Menschen als Antworten serviert. Warum haben Sie, Frau Ludwig, nicht die Erkenntnisse, wie viele andere Bürgermeister in diesem Land, sowie Niederdorf oder gestern Abend der Bürgermeister von Stallberg? Sie sträuben sich nicht gegen runde Tische. Im Gegenteil, Sie sehen es als eine Möglichkeit, den Bürgern ihre Rechte zu gewährleisten. Treten Sie zurück und ermöglichen Sie damit uns Bürgern, mitzubestimmen und mitzuentscheiden. Diese Forderung ist nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht auf Basis des Grundgesetzes Artikel 20 Absatz 4. Es ist höchste Zeit, dass diese Forderung von allen Demokraten unterstützt wird. Der alte Kaiser Wilhelm sagte einmal, ich kenne jetzt nur noch Deutsche. Und ich sage, ich kenne ab sofort nur noch Demokraten. Den Antidemokraten und Unterstützern von Rot-Rot-Grün rufe ich zu. Lasst ab sofort eure Hetze, Verleumdung und Diffamierung. So wie sie von einem Herrn Weißbach am 30.10. zur Einwohnerversammlung in Altendorf dargeboten wurde. Es geht nicht länger an, dass Menschen wie wir alle verleumdet und beleidigt werden. Ja, sogar den Angriffen von Straftätern ausgeliefert sind. Schließt euch zusammen, bleibt friedlich und gewaltfrei. Nur so können wir gemeinsam einen weiteren Absturz in das Chaos verhindern. Denkt immer an unsere Geschichte und Traditionen. Nicht nur an Kriege und Schuldfragen, nein, wir haben mehr zu bieten. Dichter und Denker, Wissenschaftler und gute deutsche Wertarbeit. Seid euch alle bewusst, Pegida hat recht und das schon seit einem Jahr. Nur langsam denkt man, diese Politiker verkommen alle zu Rassisten. Jetzt kommt eine CDU mit angeblichen Lösungen. Jene Partei, welche mit ihrer Kanzlerin Merkel dieses Dilemma in der Asylpolitik und mit dem Volk verursacht hat durch Bruch von Recht und Gesetz. Man hat es ausgesessen und nun geht es wieder erneut um Machterhalt. Ist es so schwer, auch mal Fehler einzugestehen? Ist es so schwer, seinem Wahlvolk zu sagen, ihr hattet recht?
ist es so schwer zu sagen, wir sind eine handlungsunfähige Regierung und machen Platz für die breite Mitbestimmung eines klugen Volkes. Es ist sicher schwer, der Abschied von fetten Diätendrücken ist sicher schwer, aber dringend notwendig. Ich rufe der Regierung und all ihren Unterstützern zu, macht Platz und tretet zurück. Auch die Rolle der Gewerkschaften und besonders der Medien bedürfen einer gründlichen Reformierung. Wir brauchen eine wahre freie Presse und freie Gewerkschaften. Unsere Freunde in Polen haben es uns schon einmal gezeigt. Oder habt ihr alle solidarisch schon vergessen? Eine Wahrheit noch von unserem Erzgebirgsidol Anton Günther. Denkt dran, dass du ein Deutscher bist. Denn Schlacht ist nur der Mensch, der sein Volk vergisst. Ja. Zum Abschluss fällt mir nur noch mein Lieblingslied ein. Ihr kennt es alle. Wenn der Wind sich dreht. Danke und viele Grüße an unseren Karl Stübner, dem eurem Rebell des Erzgebirges, der am Krankenhaus liegt. Wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung und hoffen, dass wir ihn auch bald hier bei uns begrüßen können. Ich danke euch. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Denkt bitte dran, verteilt das, informiert eure Freunde und Bekannten. In Hohenstein findet am 7.11., das ist der kommende Sonnabend, 15 Uhr, auf dem Altmarkt der Ruf der Erzgebirger zur Einigung statt. Als Gastredner erwarten wir dort Tatjana Festerling. Wer da immer noch nicht genug hat, um Widerstand zu zeigen, am Sonnabend findet auch der Grenzbau in Bayern statt. Die gleiche Veranstaltung, wie wir schon in Sebnitz hatten. Ich selbst werde nicht daran teilnehmen. Mir wird es langsam zu viel. Ich bin froh, wenn ich noch mal ein paar Demos hier mit besuchen darf. Ich bedanke mich.